Couch TV. Mit Thorsten Pasek. Hey now. Das Beste, was es gibt, ist das Internet und dabei YouTube und diese Google Earth oder Google Maps. Das erspart einem so viel Ärger, denn ich bin jetzt drauf gestoßen auf diverse Clips, in denen irgendwelche Narren das tun, was ich immer noch vorhatte, beziehungsweise ich hatte es die längste Zeit vor und so langsam ist dann doch Vernunft eingekehrt bei mir. Es war doch so, dass ich in den frühen 2000ern schon mal fast oben auf dem Hollywood-Zeichenberg war. Direkt am Zeichen dran. Man kann, das wissen Eingeweihte selbstverständlich, den langen, komplizierten Weg von hinten auf den Mount Lee gehen. Da gibt es so eine Art Aussichtsplattform. Da steht man dann am Zaun und guckt sich das Schild von hinten an. Die Hollywood-Zeichen, das berühmte Signe in den Hills. Was ja, wie wir alle wissen, früher mal Hollywood Land hieß. Das war ursprünglich von Maklern aufgestellt. Dann haben sie das verrotten lassen. Und in den 70er Jahren, da haben das diverse Sponsoren übernommen, unter anderem Alice Cooper und der Typ vom Playboy, der ganz alte, wie heißt der, Hugh Hefner und noch verschiedene andere Leute, die das also wieder hingestellt haben. Die Stadt Los Angeles, die genauso beschissen ist wie die Regierung in Deutschland, die haben sich einen Dreck drum gekümmert. Das ist also quasi von privaten Gönnern wurde das erhalten, weil das eine der wenigen Wahrzeichen von Los Angeles ist. Und in jedem Film, da ist das quasi der Establishing Shot, was in New York die Freiheitsstatue wäre. So. Jetzt ist es klar, dass es in einer Stadt, in der es so viele Idioten gibt, wie es in Los Angeles gibt, natürlich nicht erlaubt ist, dass da jeder Trottel hinlatschen kann, auch wenn er sich nur fotografieren will. Erstens, es ist sehr beschwerlich. Die Wege, um das auf dem legalen Weg von unten anzugucken, sind nicht ausgeschildert. Die Leute, die da oben wohnen, die sind relativ reich und die hassen das, dass die ganzen Touristen dadurch ihre ruhigen Straßen fahren und gurken und es ist ein rechtes Geschiss und die passendes, dass dieses Schild so populär ist. Aber wenn man ein Hardcore-Fan ist wie ich, dann findet man natürlich den Weg. Und ich habe inzwischen von allen Seiten die Hajj, wie ich das mal nennen will, das ist das, was die Moslems machen, die gehen nach Mekka, um da die Kaaba zu berühren, das ist dieses, so irgend so ein Stein, möchte mir die hygienischen Verhältnisse da nicht vorstellen, aber das ist deren Sache. Jedenfalls ich jedes Mal, wenn ich da bin, dann pilgere ich in die Gegend. Das eine Mal, so 2003 schätze ich, war ich ganz nah, so dass ich sehen konnte, wie unglaublich hässlich das ist. Das ist so aus so Wellblech. Also das ist ganz klar für die Entfernung gedacht. Und klar, ich weiß, da haben jetzt Leute das ausgetauscht und haben das Wood durch Weed ersetzt, weil es halt witzig, die Kiffer 420, ja, ich weiß immer noch nicht, was 420 ist. Wehe, einer sagt mir, ich bin so heilfroh, wenn ich Blödsinn nicht weiß. Ich weiß sowieso viel zu viel. Genau, also ich war da oben, bin da durch diese Gestrüpp da gerobbt und dann kam der Hubschrauber, wie er immer kommt, weil das wird ja über wacht, da gibt es ja überall Kameras und Bewegungsmelder und die schnauzen einen dann da an, dass man sich verpissen soll. Ich habe es dann gemacht, weil ich habe gesagt, was ist drin für mich, da kannst du nicht einfach dann wegflüchten, sondern die warten entweder oben oder unten auf dich, so viele Fluchtmöglichkeiten gibt es nicht. Als kleines i-Tüpfelchen war dann noch Folgendes, dass ich dann wieder unten war, nachdem die mich da angeschnauzt hatten und da habe ich einen freundlichen Mexikaner getroffen, der hatte zwei riesige Klapperschlangen, Tote, in der Hand und hat die mir ganz stolz gezeigt und ich so, hey, komm over. Und er dann so, ja, blablabla, und so sinngemäß, ja, die hat er gerade hier gefangen. Und dann später in der Woche habe ich im amerikanischen Fernsehen dann einen Bericht gesehen über die gefährlichen Mojave-Klapperschlangen, die da oben in den Hollywood Hills ganz besonders rumkriechen. Und ich hatte mich ja versucht, vor dem Hubschrauber in den Scrubs da in diesem dornigen Gebüsch zu verstecken. Jedenfalls war ich relativ nah dran und damals war das noch nicht ganz so gesichert, da war so ein bisschen verfallener Zaun, also ich rede jetzt von unten, von oben war es immer schon gesichert, ein bisschen so ein verfallener Zaun und da war ich schon drüber geklettert und es ist sehr steil und sehr anstrengend und es ist ja dann auch heiß, man hat natürlich einen spektakulären Blick von da oben, man guckt über den Lake Hollywood, man guckt über die ganze Stadt, also es ist herrlich da oben. Deswegen einmal, wenn ich da bin, gehe ich immer noch hin und fahre da hoch und gucke mir das an. Beim letzten Mal habe ich den beschwerlichen Weg gemacht, da bin ich ganz oben, also wenn man drauf guckt, links und bin dann links rumgewandert auf den Mount Lee hoch und habe es mir dann von oben hinten angeguckt, weil ich es ja von allen Seiten schon kannte. Und wenn man sich gut kennt, dann kann man ja auch mal eine andere Seite versuchen. Nun gibt es also Leute, die das tatsächlich machen, die da drauf klettern.
und da irgendwelche Fahnen entfalten und sich da dann von den Hubschraubern beschimpfen lassen und sich dann auch abführen lassen. Das ist eine recht empfindliche Angelegenheit. Es ist noch teurer, als ich dachte, weil mir hatten damals Leute gesagt, das kostet sowas wie $200 Strafe, aber möglicherweise haben die das jetzt nach oben gejackt. Es kostet wohl 160 Stunden Community Service, wo man das so ableisten muss. Dann kriegt man ein Jahr. Das wird, wenn man nicht vorbestraft ist, zwar auf Bewährung ausgesetzt, aber trotzdem, was wahrscheinlich am härtesten ist, das sind $3,000 Strafe. Nur dafür, dass man da hochgegangen ist. Wäre es nicht so, könnte da jeder Trottel hoch, dann wäre das natürlich vollgeschmiert. Ist doch klar, die Leute müssen immer alles anschmieren mit ihren debilen Kringeln und dem ganzen Scheiß. Nein, taggen, wir müssen taggen. Diese ganzen Arschlöcher seht ihr überall. Ja. Lauter Narren, die nichts können, totale Dilettanten, die irgendwas vollkriegen. Ich muss aufwärts sprühen. Diese Schwachköpfe. Deswegen, ich habe gewisses Verständnis dafür. Aber die Tatsache, dass man das jetzt also sich ganz behaglich zu Hause in High Def angucken kann, dann manche, die haben dann sogar noch so Drohnen und filmen sich dann, wie sie da drauf sitzen und so. Also insofern ist das ja großartig, dass es das gibt und ich das jetzt quasi gesehen und denke, ja, genau so sah das aus. Ich war ja recht nah dran, wahrscheinlich näher als die meisten von euch. Und da habe ich schon gesehen, gut sieht das nicht aus. Du stehst da also neben irgendwelchen riesigen Blechbuchstaben, so Wellblech, so weiße Wellblechdinger. Da gibt's dann so Leitern, weil das ja auch gewartet werden muss, damit sich das Moos nicht so dran absetzt. Aber dadurch, dass es eben YouTube gibt, muss ich diesen Scheiß jetzt nicht mehr machen. Und als ich mir, 3, 4, 5 Clips, gibt's ja unendlich viele, angeguckt habe, dann dachte ich mir auch, schöner Scheiß, gut, dass ich nicht gemacht habe und wie viel Geld mir das spart. Dasselbe gilt natürlich auch für Orte, an denen man mal war. Hatte ich das schon erzählt? Ich war doch in Kathmandu, also in Nepal. Da gab es diese Freak Street, was ich damals ganz schick fand, aber ich war auch gerade 18, da findet man sowas noch toll, dass man da legal Dope kaufen konnte. Das wäre mir heute sowas von egal. Aber ich wollte mal gucken, wie sich die Freak Street, die natürlich Hunga-Hunga heißt, irgendwie normal in deren Sprachgebrauch, weil bei den Freaks heißt die halt Freak Street, wie die sich verändert hat. Und das Witzige ist, sie hat sich überhaupt nicht verändert. Da guckt man sich die Videos an, ja, genau so sah es da aus. Die Typen sehen genauso aus. Die Hustler stehen da noch rum, hey, dude, was ab? Ja, und also alles noch dasselbe. Deswegen, es gibt ja wohl nichts Besseres, als sich exotische Orte ganz behaglich anzugucken und dann in den meisten Fällen, jedenfalls ist es bei mir so festzustellen, ja, gut, habe ich es gesehen. Zum Beispiel Revolution in Tijuana. Ja, war ich zwar, aber es hätte völlig gereicht, wenn ich mir das auf YouTube angeguckt hätte. Das ist dieser Gaudi Boulevard, das ist wie die, da in Bangkok gibt's auch diese eine Phang Nong Street, wie heißt die, Pau Gau, irgendwie so heißt die, wenn man da war, weiß man das. Es gibt eben so Straßen, wo man jeden Scheiß kaufen kann, da sind so Zeug für so Traveler und Dope gibt es und jede Art von Drogen und den ganzen Schnickschnack. Muss man es, wenn man es einmal gesehen hat, muss man noch mal hin, nur deswegen, ich sage nein, das muss man nicht und deswegen ist es viel behaglicher, zu Hause zu bleiben. Das habe ich natürlich noch nicht so gesehen, als ich 1995 ein Konzept entwickelt habe. Entwickelt wäre vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Ich hatte eine grobe Idee und habe das in eine Synopse gefasst, beziehungsweise genauer gesagt in zwei, die ich jetzt geradezu, inzwischen ist es freudig, dass ich alles, was ich jemals irgendwo entwickelt habe und Leuten vorgeschlagen und konzipiert habe, dass das alles gemacht wurde. Es gibt, soweit ich weiß, nichts, was nicht gemacht wurde. Ich habe keinen Cent dran verdient, aber inzwischen bin ich drüber weg und bin auch nicht unbedingt der Meinung, dass man nicht drauf kommen kann. Nur ich bin halt in diesem Fall schon vor 22 Jahren drauf gekommen. Ich habe, weil ich sowieso aufräumen musste und das hat mir einen schönen Ansporn gegeben in meine alten Papiere, die auf dem zweituntersten Regal liegen, da habe ich die rausgekramt und tatsächlich so unordentlich bin ich gar nicht. In 2 Minuten hatte ich das schon gefunden. Habe ich also gesehen, doch das ist auf Vox am Samstagabend gar nicht so eine schlechte Zeit, 22.20 Uhr. Da gibt es exakt auch den Titel Ohne Geld um die Welt. Genau das, was es ist, da reist jemand ohne Geld um die Welt und muss sich auf irgendeine Art durchschlagen. Exakt dieses Konzept hatte ich 1995 und zwar genau um diese Zeit, weil vielleicht sogar noch früher, ich glaube es war Januar, Februar, weil da weiß ich, da hatte ich über Weihnachten ein bisschen Zeit und habe da 7, die andere Seite, siehst du, geht schon los.
Es waren 7, genau. 7 Ideen, die ich dann zu Papier gebracht habe, aus verschiedenen Sparten, die alle natürlich, 95, wie alt wart ihr da? Wart ihr da überhaupt schon geboren? Ihr habt keine Ahnung, was damals lief, deswegen lasst mich euch erklären, wie die Lage damals war. Da gab's nichts, da gab's vielleicht so Quizshows oder irgendwas. Es gab auch keine, wie ich hier gerade sehe, Erotic Late Show, das war auch damals, da gab's noch kein Piep oder wie dieser ganze Scheiß hieß. Gab es nicht. Also, das war damals neu. Die haben das also jetzt gemacht, exakt das, was ich ihnen 95 vorgeschlagen habe. Und das habe ich an alle geschickt. Ich weiß auch noch genau, bei einem konkret, der mich dann so angeguckt hat. Ich habe das ganz simpel formuliert. Man, wenn ihr nichts mit Fernsehidioten zu tun habt, seid froh. Stellt euch die dümmsten eurer Bekannten vor, die aber extrem, also dumm und arrogant. Diese Mischung ist ganz besonders gewinnend. Die sind in IQ alle unter 100, wissen alles besser, haben aber nichts auf ihrem Leistungsnachweis stehen. Also sie haben nie selber irgendwas gelernt. Irgendwie kennen sie jemanden und deswegen sitzen die für 10 Minuten an der Position, wo sie Leute, die was auf die Beine stellen wollen, behindern. Also es sind so Bremser. Die sind so Bildschirmschoner, hat die mal jemand genannt. Die wollen also möglichst nichts machen und möglichst lange auf dem Sitz sitzen, ohne irgendwas zu produzieren. Weil da kann man ja auch nicht sagen, ja, das war totale Scheiße, was ihr da produziert habt. Und ich habe mir jetzt auch dieses Ohne Geld um die Welt nicht angeguckt, weil ich weiß ja, wie es geht. Ich muss mir ja nicht angucken, wie man das schlechter macht. Weil ich habe, das klingt jetzt für euch vielleicht ein wenig abgehoben, aber nichts, was ich jemals gemacht habe. Ich sage nur, der Taxifahrer habe ich erfunden. Es gab es bis zu dem Zeitpunkt 0,0 irgendwas. Danach gab es Tausende. Es war alles Scheiße. Und das, was ich damals gemacht habe, finde ich tausendmal besser, weil es einfach die Originalidee war. Ein Taxifahrer provoziert ein bisschen Leute und drängt denen ein Gespräch auf. Foppt die so ein bisschen herdratzen, meinen, sagen die Bayern dazu. Genau, das war die Idee. Und bei dieser Idee war es genauso. Das machen die jetzt auch. Jetzt machen es halt 2. Die reisen um die Welt ohne Geld. Wobei, wie wirklich das auch dann immer ist und ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall müssen die sich irgendwie finanzieren und ihren Trip da durchziehen. Das geht natürlich nur, wenn man in dem richtigen Alter ist. Das würde ich heute natürlich auch nicht mehr machen. Ich glaube, auch damals wollte ich das gar nicht mehr selber machen. Jedenfalls ist das ganz klar eine gute Idee. Und natürlich auch der Titel will ich jetzt auch nicht sagen, dass der so unglaublich originell ist, dass man nicht drauf kommen kann. Nur, ich hatte es halt schon 1995, steht hier oben auf der Synopse. Ich kann euch kurz mal eben die, ich hatte 2 Versionen draus gebaut. Ich habe das in Sparten eingeteilt. Also das wäre jetzt die Sparte Reality TV. Das war damals noch ganz frisch. Das habe ich genannt auf Lau. Keine Kohle, aber eine Weltreise machen. Geht das? Ja. Wie? Das zeigt unser Mann, der mit Minimalbudget ohne einen Pfennig um die Welt reist und dabei an Geld kommen muss. Wir beobachten ihn bei seiner Arbeit, die ihm dabei hilft, seinen Trip zu finanzieren, zum Beispiel durch die Arbeit auf einem Bananendampfer, als Statist in indischen Filmen, als Baumwollpflücker in den Südstaaten etc. Das war die Sparte Reality und das ist exakt das, was diese beiden Typen jetzt machen. Wie oft ist es so, dass was auf dem Papier ganz gut klingt und dann scheiße umgesetzt wird? Und auch andersrum, da komme ich gleich noch drauf. Und dann habe ich hier noch die Fiktionsversion davon. Das heißt dann tatsächlich auch ohne Geld um die Welt. Die Weltreise zweier Typen auf der Basis von Idee 2, auf Lau, die habe ich gerade eben vorgetragen. Die Abenteuer werden im Gegensatz zu auf Lau geschrieben und inszeniert. Ausgangspunkt ist ein hoher Wetteinsatz. Absolut machbar. Ne? Das waren 95er Ideen. Dann habe ich hier noch Jungle Fever. Kommt einem das irgendwie bekannt vor? Da wollte ich was machen im Dschungel. So eine Extremshow, wo Leute überleben müssen. Kommt uns bekannt vor, oder? Dschungelcamp. Yeah. Dann hier Erotic Late Night Show. Absolut klar. Gab's damals noch nicht. Gab's dann später mit Piep. Dann hatte ich hier noch eins, das heißt Abgecashed. Grundidee, was tun Leute alles für Geld? Könnt ihr euch selber ausdenken. Also sehr vernünftige Ideen. Da war hier noch ein Musikformat, das würde ich heute nicht mehr so machen. Das nennt sich Rock Doc. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Da ging es so um spezielle Stücke, die man beleuchtet und über deren Historie man was erfährt. Vielleicht eher ein Radiokonzept könnte sein. Und dann gab es hier noch die Piratenshow. Das ist etwas länger. Ist eine Entertainment-Show, die natürlich nicht Reality
Community, sondern die dringen irgendwo ein und das ist alles geschrieben. Also das waren die Ideen, die damals haben. Und da haben mich also Leute mit diesen Fischmäulern angeglotzt und haben dumme Fragen gestellt. Und dann konnten sie keine Löcher reinschießen, weil ich immer genau weiß, wenn ich da hingehe, wie das funktioniert und wie wenig das kostet. Und dann müssen wir mal gucken. Diese Schwachköpfe werden dann auch irgendwann gefeuert, weil die nichts werden. Aber das war jetzt doch interessant, dass es doch 22 Jahre gedauert hat, bis sie es endlich umsetzen. Und ihr hört schon, dass ich hier noch irgendwas suche, denn ich habe hier noch einen Fax gefunden zum Thema Medientypen. Wobei das jetzt hier in dem Fall war es ja noch sehr anständig, der hat mir da vernünftig geantwortet. Das ist dieser Typ, der jetzt mit dieser 20-Jährigen in der Auswanderershow ist. Der heißt Frank Otto und der hat den Otto-Versand geerbt. Deswegen ist er ein großer Künstler und ein großer Unternehmer, weil er ja schon mit, weiß ich, 100 Millionen geboren wurde. Und deswegen ist er so viel schlauer als wir alle. Der hatte zu irgendeinem Zeitpunkt in den 90ern mal ein Talkradio-Format versemmelt. Da hatte er investiert in Berlin. In genau dem Zeitpunkt, vielleicht oder Jahr später, 2 Jahre, da erwachte bei mir, späte 90er, das Interesse für Talkradio. Letztlich nichts anderes als das, was ich jetzt hier mache. Nur besser, weil mir kein Arschloch reinkommt, dass ich jetzt irgendwie Werbung vorlesen muss oder Verkehr oder irgendein Schwachsinn. Oder das darfst du so nicht sagen, nein, das ist hier nie. Ja, sondern das ist hier die pure, das ist hier die Medellin-Form. Das ist wie das Zeug, was ihr in Medellin direkt kriegt. Das ist nichts verschnitten, da ist kein Babypulver drin, da ist kein Abführmittel drin, das ist die reine Form, da ist keine zweiten Interessen. Also das ist die reine Form des Talks, muss mich hier vor keinem rechtfertigen. Und jedenfalls dieser Frank Otto, der, da hatte ich damals gesagt, naja, wenn er da schon mal drin war, vielleicht gibt er ja zu, dass er Mist gebaut hat, weil ich hatte ja nichts mit dem Sender zu tun. Ich habe von Berlinern gehört, dass das muss eine Katastrophe und das muss Oberscheiße gewesen sein. Und er belehrt mich also, wie Sie vermutlich wissen, habe ich bereits vor 2 Jahren, ja, natürlich wusste ich das. Und dann schreibt er, obwohl der Berliner Radiomarkt mit den amerikanischen Radiomärkten wohl am ehesten vergleichbar ist, würde ich sagen, nein, nur von der Größe vielleicht, weil Berlin, das wäre ja, weiß nicht, top, das wäre 101 oder so, also das ist, was für ein Markt soll das sein, die haben ja auch kleine Märkte, also ist, das ist Blödsinn. Er wies die Positionierung eines Talkformats in Deutschland sich als äußerst schwierig. Er hat es korrekt. Ich hab's, weil das ist auf einem Fax, wenn ihr euch erinnert, die waren früher auf so einem Thermopapier und das verblasst schon. Deswegen, wenn ich so stottere, das liegt nicht daran, dass ich nicht lesen kann. Ich kann es kaum noch lesen, technisch, weil das so ganz verblasst ist. Aber ich wollte es euch schnell zukommen lassen. Im Hinblick auf die Radiohörer mussten wir aus zahlreichen Untersuchungen lernen, dass in Deutschland bei Wortangeboten sehr stark Informationssendungen präferiert werden. Darüber hinaus reagieren die Werbetreibenden äußerst skeptisch auf dieses Format. Gut, da kann man nichts machen. Wenn man was privat finanziert und man kriegt keine Sponsoren, man kriegt keine Werbung, dann kann man es nicht machen. Insofern will ich da gar nichts sagen, nur er muss mir nicht erzählen, dass das nicht geht. Anders als in Amerika benötigen Innovationen, schreibt er weiter, hier in Deutschland sehr viel Zeit, um sich durchsetzen zu können. Mittlerweile haben meine Partner nicht in Großanalyse verkauft, bla 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 bla, mit freundlichen Grüßen und vielen Dank für Ihre Anregung, Frank Otto. Also immerhin, er hat mir zumindest geantwortet und soweit das abgesagt, aber er muss mir jetzt nicht erzählen, was geht und geht nicht, weil das weiß er ja auch nicht, weil er kann es ja schon mal nicht. Und ich zeige ja hier schon seit 2006 oder was, dass das alles wunderbar geht. Ich habe jetzt den Zettel zurückgelegt, da hier die Variationen in der Stimme. Dann, da ist doch gerade dieser Kerl gestorben, um den sie jetzt ein Riesengeschiss machen, Chuck Berry. Den kennt ihr nicht, müsst ihr nicht kennen, lohnt sich nicht, alles scheiße. Ich war leider, als ich ein kleiner Junge war, da hatte der seinen letzten Hit, soweit ich weiß, da hat er von seinem Zipfel gesungen. Da sollte alle mit seinem Zipfel spielen. Das hieß My Dingeling. Und wenn man ein, weiß nicht, 6-, 7-, 8-Jähriger, keine Ahnung, wie alt wann das war, muss 70er, vielleicht war ich da 8, ja, 7 vielleicht, ein kleiner Junge ist, dann findet man das irrsinnig lustig. Und die anderen, meine kleinen Freunde, fanden das auch irre lustig. Jetzt ergab es sich, dass Chuck Berry genau zu diesem Zeitpunkt, weil er ja diesen Hit hatte, wohl auch dann nach Deutschland gekommen ist, um diesen Hit zu spielen, bis das halt so ist. Und weil noch keiner auf einem Konzert war, weiß man nicht, wie das geht. Also wir wollten da unbedingt alle hin, weil das fanden wir alle ganz toll. Und kleine Kinder, die müssen eigentlich heute wahrscheinlich in Begleitung von Eltern. Es waren einfachere Zeiten. Also hat uns eine Mutter oder ein Vater, hat uns also nach Frankfurt in die Festhalle gefahren und hat uns da abgesetzt. In der Annahme, dass wir in 2 Stunden wieder da sind. Jetzt sind wir da rein, zu viert vielleicht, und total aufgeregt, oh, klasse, Chuck Berry und so, super Konzert, ja, und dann kommt der aber nicht.
Es wurde 8, es wurde 9, es wurde 10, dann kamen irgendwelche Durchsagen, ja, ja, er ist unterwegs, irgendwie Schwierigkeiten, bla bla bla. Dann kam er irgendwie sowas um 11, dann kam da mit so einer, das habe ich alles dann später erst rausgefunden, was das für ein unglaubliches Arschloch ist. Dann hat er irgendwie sowas wie 20 Minuten, halbe Stunde gespielt, unter anderem auch dieses Mai-Dingeling, und da war es schon wieder vorbei. Die Band, die er da hatte, das war eine lokale Frankfurter Band, die haben den nie vorher gesehen. Das ist bei dem üblich, dass er so, weil er so geizig ist und so ein Abzocker, dem geht's nur ums Geld. Es ist ein, ich sage, gut, dass das Arschloch endlich tot ist, und ihr werdet sehen, warum. Weil ihr lest jetzt überall, was er für ein Genie war. Ja, ja, ja. Hört lieber auf mich. Ich sehe die Dinge so, wie sie sind, und nicht so wie irgendwelche Feuilleton-Schreiber, die von nichts eine Ahnung haben und noch nie auf einem Chuck Berry-Konzert waren, wie die, die jetzt das irgendwo anders abgeschrieben haben. Jedenfalls hatte die Band nie mit dem geprobt. Das war bei dem immer so, dass er die lokale Band nimmt und dann mit denen Chuck Berry Song spielt. Der sagt denen vorher nicht, was er spielt. Der fängt einfach an, und die müssen sich dann daran orientieren. Jetzt ist das Zeug so simpel, dass man das schon schaffen kann. Nur es gibt ja auch Tonarten. Das wissen die vorher nicht, welche Tonart das Arschloch jetzt nimmt. Eine Oberscheiße war das. Raus kam letztlich, dass er den Preis erhöht hat. Also er wollte nicht auftreten, wenn sie ihm jetzt nicht noch extra mehr zahlen, weil die Halle war wohl relativ gut gefüllt. Er hat gesagt, ja, er muss mehr kriegen. Da hatte dann irgendein Bruder oder Vater von jemand, der hatte noch die alten Dinger, die haben wir uns dann noch gegenseitig ausgeliehen, und deswegen kenne ich das meiste von ihm, diese ganzen Songs, die alle gleich klingen. Er ist bekannt für den Standard Rock'n'Roll Intro. Das ist dieses Gitarrending, mit dem 80 Milliarden Songs anfangen. Und dann klingt jedes Stück von Chuck Berry gleich. Das wurde ihm als Erfinder zugestanden, dass er dieses Intro-Lick erfunden hat. Tatsache ist, dass er es geklaut hat, das Arschloch, wie er alles Mögliche geklaut hat. Da gibt's einen ganz interessanten Clip vom Cracked Magazin, den habe ich auf meine Facebook-Seite gestellt. Ich will die nicht besonders promoten, weil ich da nichts mache. Aber wenn ihr das wissen wollt, da wurde genau nachgewiesen, wie Leute wo geklaut haben. Unter anderem Johnny Cash, Led Zeppelin, Michael Jackson und eben der erwähnte Chuck Berry. Allerdings wurde er auch beklaut von den Beach Boys, und das war ja nun mehr als dreist. Mindestens so dreist wie das, was er gemacht hat. Das ist mein Name bei Facebook, wenn ihr es wissen wollt. Das war ein Schwerkrimineller, der bewaffnete Überfälle gemacht hat. Das war ein Zuhälter, der Minderjährige entführt hat. Und er war eine Drecksau, der in seiner Kneipe, da hat er Kameras auf der Damentoilette installiert, um sich da die Frauen beim Pissen anzugucken. So ein Arschloch war dieser Chuck Berry. Das Letzte, was ich von dem Scheißhaufen gehört habe, das war der Typ von den Stones, weil der wohl, das ist ja immer so, wenn einer schon bekannt ist, bevor man im Geschäft ist, dann ist es der Größte. Ne? Seht ihr bei vielen Leuten, bei mir vielleicht auch ein bisschen. Jedenfalls hat er mit ihm diesen Film Hail Hail Rock'n'Roll gemacht. Film. Es war halt die Doku, wie ein Konzert zustande kommt, weil Keith Richards ja auch immer gesehen hat, dass der diese beschissenen Backing-Bands hatte. Und er hat ihm halt die super Top-Band dahingestellt mit Clapton, mit Robert Cray, mit, wer war noch dabei? Es waren also alle Großen dabei, kann man sich angucken. Hail Hail Rock'n'Roll. Bei den Proben zu diesem Ding, da zeigt sich auch, was Chuck Berry, der jetzt Verstorbene, was für ein unglaubliches Arschloch der gegen seinem Gönner Keith Richards gegenüber ist. Das heißt, der springt plötzlich rum, und dann, wenn Richards sagt, wir müssen das so machen, nein, das machen wir nicht, ich bin Chuck Berry, ich mache das immer so. Also da merkt man schon, was für ein dumme Drecksau das ist. Das heißt, ich vermisse ihn keine Sekunde, dieses Arschloch. Und jeder, der jetzt da, oh, er war so ein brillanter Typ. Ja, was hat er denn gemacht? Er hat in den 50er Jahren, als es nichts gab, da hat er ein paar Leute, die arm waren, die hat er beklaut und hat denen die Songs weggenommen, hat gesagt, es ist von ihm, und er hat ja nie wieder einen Hit gehabt. Das war nur dieses lächerliche, für was Achtjährige Lust. Ich finde mein Dingeling, mein Zipfel, super, was für ein Stück Scheiße. Jetzt rubbeln sie sich alle einen runter auf dieses Arschloch, nur weil er alt ist und 90 geworden ist und immer nur Leute beschissen hat. Der hatte diese Klausel, dass man die Hälfte auf bar im Koffer ihm schicken muss, und ist ja gar nicht aus dem Haus gegangen. Dann kam er an, er musste sofort die zweite Hälfte kriegen, weil er so ein unglaublich geldgieriges Arschloch war, der, ja, was für ein Arschloch. Weil das musst du dir vorstellen, da sitzen kleine Kinder, die sind das erste Mal auf einem Konzert, der lässt die 4 Stunden warten. Das war, glaube ich, mitten während der Woche. Und dann natürlich auch der Elternteil, der da draußen ist. Was machen die denn da nachts in Frankfurt? Was für ein Arschloch.
Ah, viel trauriger ist, dass die gute Serie Lucifer vorbei ist, die ich ja richtig gern gehabt habe. An die habe ich richtig gewöhnt. Bei der war das genaue Gegenteil von dieser beschissenen Serie Quantico, die am Anfang so als Konzept ganz gut dastand und dann immer langweiliger geworden ist und mich wahnsinnig angeödet hat. Jetzt ist dieses Konzept von Lucifer, das ist auch nichts Besonderes, das ist immer dasselbe. Das gibt's schon bei Mentalist, das gibt's schon bei Castle. Da ist also diese straighte Polizistin, die Fälle löst und die hat so einen skurrilen Sidekick als Berater dabei. Das ist jetzt im Fall von Lisbon bei Mentalist, da ist es hier Mr. Jane. Wie heißt es mit Vornamen? Nicht Thomas. Thomas Jane ist der Punisher. Gute Serie. Schluss war ein bisschen, naja, ich weiß bis heute noch nicht genau, wer es war. Ich glaube, dieser komische Sheriff, oder? Der war es dann, ja. Der war also dieser Red John. Und bei Castle ist es halt dieser sympathische Autor, der das irgendwie anders kombiniert. Und das ist die gute, attraktive Beckett. Und im Fall von Lucifer, da ist es eben diese Lauren German. Die hat eben diesen Teufel als Berater. Und sie glaubt ihm noch nicht so ganz, dass er der Teufel ist. Also das Format, wenn mir das einer erzählen würde, was soll denn das für ein Scheiß sein, ja? Wie oft, wenn man irgendwas auf dem Papier sieht, denkt man, ich weiß nicht, ob das so hinhaut. Man muss es halt in der Gestaltung sehen. Aber in diesem Fall hätte ich gesagt, na, das wird mir nicht. Ich weiß nicht, ich habe zufällig, glaube ich, reingeschaltet. Ich habe gesagt, das ist ja witzig. Das liegt aber in erster Linie an diesem Typen, der diese leichte Tuntigkeit hat, die ich super finde. Und dass es halt nicht so sehr um die Fälle geht, die sind scheiß langweilig, die Polizeifälle, Morde werden aufgeklärt, sondern um die Probleme, die der Teufel mit seinem komischen angeblichen Bruder da hat. Ja. Einzige Negative ist, dass die so Faustkämpfe haben. Das finde ich blöd. Der Teufel, der dürfte keine Faustkämpfe haben. Das ist banal und das ist falsch. Das passt nicht in das Format, da muss das mit übersinnlichen Kräften, wenn wir schon beim Teufel sind. Egal. Also das ist schade, dass das vorbei ist. Das habe ich richtig gerne gehört, mir richtig dran gewöhnt. Dann habe ich was Deutsches geguckt. Oh Gott. Dieses Jerks, das ist dieser Typ, den ihr alle so toll findet, dieser Ansager von Viva. Und so ein anderer Typ, der heißt Harry oder was? Das ist so ein, wie so ein, hat der eine Kneipe in Hamburg und alle kennen den? Oder was ist denn das für einer? Oder ist das dieser Assistent, wenn Till Schweiger Tatort macht? Ist das der Assistent von ihm? Also irgendwie so ein Typ, der halt eine Masche drauf hat, der hat halt diesen breiten Hamburger Snack und weiß schon, nee, das kann ich. Und deswegen gilt er schon als Original offensichtlich. Und sie haben also das so gemacht, wie es bei Stromberg ja die ganze Zeit war. Sie haben also eine peinliche Situation auf die nächste gehäuft. Das ist im Prinzip nicht verkehrt, das kann man machen, nur wir haben es ja alle schon gesehen bei Stromberg und wenn da kein bisschen Witz ist und es immer nur peinlich ist, dann ist meine Frage, wie lange kann man sich sowas angucken? Das Einzige, ich weiß nicht, ob sie so gemeint haben, aber ich nehme an, weil es wurde, gab kein Payoff, was ich milde unterhaltsam fand, dieser Harry, der nicht Ulmen ist, der macht jetzt, weil er das alles nicht mehr aushält, macht er jetzt Internetradio. Und das ist genauso beschissen oder vielleicht sogar noch beschissener als das normale Radio. Also der hat sich so am Computer, hat so ein Mikrofon und dann sagt er immer mit dieser komischen Stimme, hallo und jetzt sind ganz neue Hits von den YouTube und das heißt, ja, viel Spaß und lass euch nicht unterkriegen. Dieser Blödsinn halt, den halt Leute so im Radio sagen, ja, diese Musikansager, Quatsche. Also es ist identisch derselbe Scheiß, der im normalen Radio läuft, den man über die Luft kriegt und das macht er. Das fand ich ganz lustig, weil das meiste Internetradio, wo Leute halt ihre Lieblingshits spielen, das ist, weiß ich auch nicht, was das für ein Bedürfnis ist, dass man jetzt, ich muss unbedingt meine Musik spielen, lass doch die Leute, muss doch keiner wissen, dass ich einen guten Geschmack habe, ich weiß es ja, das ist ja das Wichtigste, ich muss doch mit keinem diskutieren oder muss ich sagen, ich muss doch keinen bekehren, wenn ihr einen scheiß Geschmack habt und dieses komische deutsche Zeug, wie heißt dieser einer, da gibt's immer so einen Typen, so einen, der sieht total bescheuert aus, so ein großer, schwerer Ochse, der hat keine Haare, aber dafür hat er irgendwie so einen komischen Bart, der am Tag etwa 2 Stunden kostet und da heißt es immer der Graf oder irgendwas. Dann fängt er da das Sülzen an. Oh Gott, also sollen die Leute das doch hören? Ich habe doch da überhaupt kein Problem mit. Ich kam einfach nur drauf, weil ich gehört hatte, dass das so ähnlich ist wie Pastewka, was ich ganz gut habe. Also ich weiß, das ist jetzt zu Amazon gegangen und die fand ich ganz unterhaltsam, aber das war auch eine ganz andere, das war offensichtlich ein anderes Schreiberteam, weil die Schreiber da sind, würde ich sagen, wenn man Mittelmaß sagt, dann ist man schon freundlich, weil es passiert nichts. Es ist nur, okay, wir müssen peinliche Situationen schaffen. Ich unterhält euch das. Mag sein, dass das Leute endlos unterhaltsam finden, dass Leute im Fernsehen pseudomäßig in peinlichen Situationen sind.
du siehst sie ja auch schon kommen. Ich meine, das ist ja, aber ich habe die Folge, von der ich jetzt gerade erzählt habe, da war so eine Ex-Freundin von dem einen und die hat im Müll gewühlt und jetzt hat er natürlich angenommen, dass die obdachlos ist. Aber du hast ja schon kommen gesehen, dass die super reich ist. Das hast du, das ist doch klar. Das weißt du doch, dass das nicht so ist, weil die sich ja auch nicht so besonnen hat. Also okay, gut, das ist also mein Tribut an das deutsche Fernsehen. Einmal im Jahr tue ich es mir an. Oh ja, und diese Comedy-Form vom Schweiger-Tatort, die muss ich mir immer angucken, weil da alles schlecht dran ist. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Das ist großartig. Und wir haben neulich schon wieder aus heiterem Himmel ein Stück, einen Ohrwurm ins Ohr gekriegt, den ich 100 Jahre nicht gehört habe, den ich noch nicht mal besonders gut finde, aber auch nicht besonders schlecht. Ich habe den die ganze Zeit vor mich hingesummt. Ich weiß nicht, wie sowas kommt. Es ist so ein bisschen jazzy, nicht wirklich schlecht, aber ich glaube, es liegt daran, dass es wenige Songs gibt, in denen Kamele ins Bett gebracht werden. Es ist von Maria Muldaur und heißt Midnight at the Oasis. Midnight at the Oasis. Send your camel to bed. Shadows painting our faces, traces of romance in our heads. Heaven's holding our hands. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben. Klasse, halt! Knisterpulver.de Rubrik Alben. Hey now!